dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zum 6. Bonner Wirtschaftstalk aus dem Kammermusiksaal des Beethovenhauses. Unser Thema heute heißt Immigration und Integration. Und Sie glauben es vielleicht nicht direkt, aber dieser Ort hier ist sehr, sehr passend. Denn 1794, Ludwig van Beethoven hielt sich gerade zum zweiten Mal in Wien auf. Dort hat er studiert, dort hat er sich weitergebildet. Und dann fielen napoleonische Truppen im Rheinland ein. Der kurfürstliche Hof musste fliehen und damit war plötzlich für Ludwig der Geldgeber weg, der seinen Aufenthalt in Wien finanzierte. Also blieb er in Wien, plötzlich standen auch noch seine zwei Brüder vor der Tür. Die Jungs sind da geblieben, Ludwig van Beethoven ist nie wieder zurückgekehrt nach Bonn. Also es ist eine Geschichte, eine musikalische Geschichte, die hier den Anfang nahm. Es ist aber auch eine Auswanderungs- und Immigrationsgeschichte. Mit Ludwig van Beethoven darüber zu reden, wäre ganz bestimmt spannend, aber ich habe interessante Gäste aus dem Hier und Jetzt und die möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Professor Dr. Wolfgang Holzgrewe ist bei uns. Er ist Wissenschaftler, Gynäkologe, Geburtshelfer und seit 2012 ärztlicher Direktor des Uniklinikums in Bonn. Er selbst hat für seine Ausbildung so manche Grenze überschritten. Ich konnte es mir nicht alles merken, aber so ist Münster. Dann, das geht ja noch, aber dann, großer Sprung über den Ozean, studiert in Berkeley und in San Francisco in Kalifornien, dann wieder Münster, dann eine längere Zeit in Basel, dann in Freiburg, dann nochmal in Berlin und jetzt in Bonn. Also in gewisser Weise haben Sie Migrationsqualitäten. Eingeladen haben wir Sie, weil Sie uns viel darüber erzählen können, wie in dem Mikrokosmos Uniklinikum die Multinationalität funktioniert, bei Ärzten, beim Pflegepersonal und weil Sie ein Modell kreiert haben, sozusagen an der Uni, das beispielhaft sein könnte. Und was ich als erstes von Ihnen gerne wissen würde, hilft es, wenn man viel in der Welt schon rumgekommen ist, um mit Menschen aus unterschiedlichen Nationen dann besser umgehen zu können? Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Davon bin ich überzeugt, Frau Maas. Wobei, Sie haben es erwähnt, ich bin eigentlich, wenn Sie mich so persönlich fragen, ein sehr treuer Westfale gewesen. Aber es war dann tatsächlich so, dass im Alter von 20 Jahren, etwa 19, mir dann das Medizinstudium an dem einen Ort nur in Westfalen etwas langweilig wurde. Ich bin dann eben nach Berkeley gegangen. Und Berkeley, also University of California, ist so ein typisches Beispiel für eine der guten amerikanischen Universitäten, die, glaube ich, deswegen so gut sind und so viel leisten können, weil sie international sind. Schweiz waren 15 Jahre, sehr interessant, weil Schweiz ist ja eigentlich ein Land, Nachbarland, was auch viele Ähnlichkeiten hat, aber auch sehr viele interessante Unterschiede. Berlin haben Sie erwähnt, das war das Wissenschaftskolleg, wo immer 40 Professoren aus über 30 Ländern eingeladen werden, für ein Jahr dort ein Sabbatical zu verbringen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das das Beste ist, was man tun kann in einer Karriere, sehr viel kennenzulernen. Aber woran würden Sie festmachen, was Sie da gelernt haben, was Ihnen heute hilft? Ja, es ist also beides. Man sieht dann im Ausland immer etwas, wo man den Eindruck hat, das wird dort besser gemacht. Man sieht aber auch Dinge, wo man nachher umso mehr überzeugt ist, dass sie am eigenen Ort besser gemacht werden. Und ich glaube, wenn man beides kritisch verwertet, dass es dann dem eigenen Standort zugutekommt. Darüber reden wir gleich noch. Bastian, herzlichen Dank. Serap Güler ist bei uns. Frau Güler, Sie sind in Marl geboren, Sie haben hier Abitur gemacht, dann eine Ausbildung zur Hotelfachfrau, dann haben Sie Kommunikationswissenschaften und Germanistik studiert und waren dann bei Armin Laschet im Integrationsministerium im Büro und sind also jetzt in der Politik, sind Landtagsabgeordnete, aber die Einbürgerungsurkunde haben Sie erst 2011 bekommen, obwohl Sie lupenrein hier bei uns aufgewachsen sind. Was war das für ein Tag? War da, als Sie es dann in der Hand hatten, so der Himmel ein bisschen blauer als sonst? Ich kann Ihnen gerne den Beweggrund erzählen. Sie haben es gerade ausgeführt. Ich habe vor dem Mandat, vor der Einbürgerung in dem Falle, 4 Jahre für die drei Jahre für die Landesregierung gearbeitet. War Pressesprecherin im Familien- und Integrationsministerium, war selbst auch parteipolitisch aktiv und ein politisch interessierter Mensch. 2010, als die Landtagswahl war, hat man gemerkt, oder das war für mich das Schlüsselerlebnis, dass ich sagte, du bist ein politisch interessierter Mensch, versuchst, machst.
Und in dem entscheidenden Moment musst du dann draußen stehen. Und das war eigentlich eine Situation, wo ich sagte, nee, das reicht jetzt eigentlich. Du standest lange genug außerhalb der Wahlurne, durftest nicht mitstimmen und das machst du jetzt kein zweites Mal. Und direkt nach der Landtagswahl im Mai 2010 habe ich halt den Antrag gestellt und 2011 war es dann soweit. Also ich habe ungefähr 8 Monate gewartet, bis es geklappt hat dann, was eine normale Wartezeit jetzt ist. Und als die Beamtin mir dann meine Urkunde überreichte und sagte, ja, Sie sind Deutsche, herzlich willkommen, dann musste ich schon so ein bisschen schmunzeln, weil Sie hatten es gerade ausgeführt, ich wurde geboren in diesem Land, bin aufgewachsen, meine ganze Sozialisation hat sich hier abgespielt. Also ich brauche ganz sicher nicht mehr willkommen geheißen zu werden. Wie ist es mit dem Gefühl, türkische Wurzeln zu haben, aber in Deutschland geboren und also aufgewachsen zu sein? Das ist kein anderes Gefühl gewesen, definitiv nicht. Man hat schon... Es ist in dem Sinne anders, weil man wirklich komplett an allem teilhaben kann. Also auch an dem ganzen politischen Geschehen. Und außerhalb dessen hat sich das nicht anders angefühlt. Ich habe mich nicht vor 2011 jetzt weniger Deutsche gefühlt, als ich es heute tue. Vielleicht sage ich das heute noch mal ganz selbstbewusster, dass ich Deutsche bin, als ich es vorher getan habe. Vorher war dann irgendwie, ja, ich bin Deutsche mit türkischem Hintergrund oder ich bin Deutsch-Türkin. Man hat dann immer versucht, so einen Kompromiss zu schaffen. Und heute sage ich bin Deutsche, Punkt. Und wer es genau wissen will, ja, meine Eltern kommen aus der Türkei. Das war es dann aber auch schon. Es ist aber nicht so, dass ich mich davor weniger Deutsch gefühlt habe. Mhm. Vielen Dank. Unser dritter Gast ist Professor Dr. Haji Halil Uzulucan. Er ist Psychologe, er ist Literaturwissenschaftler. Erst jetzt an der Uni Duisburg hat er eine Professur für moderne Türkei-Studien und er ist Integrationsforscher. Vor allen Dingen deswegen ist er heute in erster Linie hier. Und er ist Leiter der renommierten Stiftung Zentrum für Türkei-Studien und seit er 2008 das Amt übernommen hat, hat es den Zusatz Zentrum für Türkei-Studien und Integrationsforschung. Sie sind in Kayseri in der Zentraltürkei geboren und mit 8 Jahren mit Ihrer Familie nach Berlin gekommen. Also stelle ich mir einen kleinen 8-jährigen Knirps vor. Was heißt denn auf Türkisch, die spinnen die Deutschen? Bu Almanlar ne düşünüyor veya bu Almanlar salak mı? Sind die spinnen die okay. Deutschen? Die Frage habe ich mir nicht gestellt. Deshalb nicht, weil wir, ich bin nicht alleine gekommen, sondern mit meinem Bruder und meiner Mutter. Wir sind, mein Vater lebte seit 71 in Berlin. Wir sind in ein Haus gekommen, in dem schon 6 weitere türkische Familien lebten. Die richtigen Kontakte mit Deutschen entstanden erst im nächsten Jahr, weil wir umziehen mussten, weil die Wohnung, in der mein Vater alleine lebte, für die Familie einfach zu klein war. Und es gab halt 2 Entscheidungen und ich glaube, ich habe eine sehr resolute und starke Mutter, die sich durchgesetzt hat. Die andere Entscheidung wäre, die mein Vater durchaus favorisiert hätte, dann schicken wir eines der Kinder zurück, wenn die Wohnung zu klein ist. Dann hätte sie gepasst. Dann hätte sie gepasst und sie hat aber durchgesetzt, entweder wir bleiben alle hier oder wir gehen alle zurück. So dass wir notgedrungen umziehen mussten nach Schöneberg und dort waren wir die einzige türkische Familie. Und ich glaube, das war so dort der erste Kontakt, dann mit 9 Jahren intensiver Kontakt mit deutschen Jungs in meinem Alter, die im Hof Fußball gespielt haben. Und wie haben Sie das erlebt? Wie anders waren die oder waren die gar nicht so anders? Die waren gar nicht so anders und ich habe es auch gar nicht als anders. Ich glaube, als 9-Jähriger sieht man möglicherweise die Welt doch... eher unter dem Aspekt, kann man mit denen gut spielen oder nicht. Und nicht, sind die anders im Habitus, anders in ihren Vorstellungen. Ich habe einen sehr guten Deutschlehrer gehabt, der, ich glaube, auch damals, man war damals nicht Migrant, sondern Ausländer, aber der durchaus auch in der Lage war, Kompetenzen zu sehen, Potenziale zu sehen, Potenziale auch zu fördern. Also das ausgeglichen hat, was möglicherweise Eltern vieler Türkeistämmiger so in dem Maße nicht konnten. Und das hat gerade über die Schule hat's mir den Weg einfach gemacht, ja, ich sag mal auch schulisch erfolgreich zu sein, aber auch einen guten Start zu bekommen. Und last but not least begrüße ich Jürgen Hindenberg, ist Geschäftsführer der Aus- und Weiterbildung der Industrie- und Handelskammer Bonn-Rhein-Sieg. Und er hilft
die Qualifikationen, die im Ausland erworben wurden, hier bei uns anzuerkennen. Also Ärzte, Optiker, Apotheker, Industriemechaniker, Bauzeichner und. Das ist eine ganz spannende Geschichte, die sich auch im letzten Jahr vor allen Dingen sehr verändert und verbessert hat. Davon wird er jetzt erzählen. Jetzt haben wir von Migrationshintergrund oder großen Auslandserfahrung gesprochen. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie einen Migrationshintergrund in Ihrer Familie? Sie sprachen eben von Beethoven. Beethoven war in Wien. Meine Omi war Wienerin. Aber nicht direkt verwandt. Nein, um Himmels Willen. Aber meine Omi war Wienerin. Und von daher, ich fühle mich ohne Migrationshintergrund, aber streng genommen Österreich, auch das ist ein Migrationshintergrund, muss man sagen, schon. Aber hier im Rheinland, ich sag mal gerade hier in Bonn, ist man ja relativ schnell mit Migrationshintergrund abgestempelt. Denn wer hier nicht geboren ist, hat schnell so eine Immi. Ja, und das erlebt man dann schon, wenn man den Bönnischen Platt so als Kind nicht konnte, dann musste man sich schon überlegen, was heißt das eine, was ist das andere, kann man bestimmt nicht mit den Dingen vergleichen, die man gerade gehört hat. Aber ich habe auch sehr viel im Ausland erlebt und ich glaube schon. Sie sind auch viel gereist? Ich bin viel gereist. Mhm. Als Student war ich in Indien, ich war in Amerika. Und ich denke, wenn man Indien erlebt hat und kommt dann zurück hier nach Bonn, fährt dann so schön über die Rheinbrücken und erlebt dann den Unterschied, dann weiß man eigentlich, wie gut es einem geht. Weil dann, und das prägt einem auch, ich denke, fürs Verständnis. Mhm. Vielen Dank für diese erste Runde. Ich schmeiß mal gleich die Frage in den Raum. Brauchen wir Einwanderer? Ja, ganz klar. Wir haben ein demografisches Problem und es fehlen in den nächsten Jahren allein in der Region Bonn-Rhein-Sieg ca. 16.000 qualifizierte Fachkräfte. Ohne Einwanderung geht es nicht. Aber Einwanderung ist nicht alles. Wir müssen uns auch genau überlegen, was machen wir mit den vielen Menschen, die hier vor Ort sind, die wir qualifizieren können. Denn wir haben doch gerade im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit, hat er doch sehr, sehr viele Jugendliche, die wir qualifizieren können. Wenn ich an die arbeitslosen Frauen denke, das sind sehr viele Frauen, die dort noch nachqualifiziert werden müssen, die in Beschäftigung hineingebracht werden muss. Also man muss das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ich kann das ergänzen. Also in der Medizin ist das ganz offensichtlich, dass wir Einwanderer brauchen. Also wenn man mal alleine das für die Ärzteschaft ansieht, dann ist es so, dass im letzten Jahr etwa 35.000 Ärzte in Deutschland gearbeitet haben, die woanders im Ausland sich qualifiziert haben. Das waren 2011 gerade mal die Hälfte. Ich glaube, das spricht schon Bände. Das ist im Pflegebereich so und es fängt letztlich, wenn wir die Universität betrachten, fängt es im Studium an und das ist auch gut so. Also Universität Bonn hat im Medizinbereich bei etwa 2700 Studenten 350, die aus dem Ausland kommen. Und ich glaube, das ist eben etwas sehr Befruchtendes, auch wenn sich das nachher gut mischt. Ein weltoffenes Land möchten wir gerne sein. Wir sind auch auf einem guten Weg dahin. Aber ich bezweifle. Wo sind wir es nicht aus Ihrer Erfahrung? Wir Integrationspolitiker, auch innerhalb der Integrationsforschung, predigen oder fordern ja immer stärker diese Willkommenskultur. Auch letztens im Rahmen der Integrationsministerkonferenz gab es einen Beschluss, dass alle Länder und der Bund sich darauf geeinigt haben, mehr für die Willkommenskultur zu tun. Das fängt an, ganz klar in der Kommune, also im Zusammenhang, wenn wir sagen, Integration beginnt vor Ort oder geschieht Ort, passiert vor Ort, dass jemand, der neu in Deutschland ist, zu der Ausländerbehörde geht und dort ja menschlich zumindest behandelt wird. Und wir kennen viele Negativbeispiele, wo das nicht immer der Fall ist, wo das nicht immer gelingt. Köln ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo es sehr gut funktioniert. Die Ausländerbehörde in Köln hat auch diverse Preise schon bekommen, was die Arbeit betrifft. Aber wir haben auch Ausländerbehörden, wie jetzt neulich auch der Fall in Krefeld, wo es vielleicht keine Unfreundlichkeit gibt, aber wo
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte teilweise Monate auf einen Termin warten müssen. Ich meine, wenn wir uns unser Zuwanderungsgesetz anschauen, wir haben eins der liberalsten Zuwanderungsgesetze im europäischen Vergleich. Es ist aber nicht so, dass die Hochqualifizierten oder die Fachkräfte aus dem Ausland, die wir gerne hier hätten, uns die Türen einrennen, weil sie immer noch dieses Bild von Deutschland haben, oh, Deutschland will eigentlich keine Zuwanderer. Ich meine, wir haben das jahrelang irgendwie nach außen hin auch propagiert. Wir haben jahrelang darüber gestritten, ob wir nun ein Einwanderungsland sind oder nicht. Es ist ja nicht so, dass wir diese Diskussionen auf einer Insel geführt haben, wo das Ausland überhaupt nichts von diesen Diskussionen mitbekommen hat. Jetzt streitet man sich innerhalb der Politik auch darüber, nein, wir haben im eigenen Land genug Menschen, die wir qualifizieren müssten. Wenn wir das täten, bräuchten wir eigentlich keine Zuwanderung mehr. Und beides ist nicht richtig. Also weder das eine nur auf die Karte Zuwanderung zu setzen, noch dass wir das alles innerhalb Deutschlands einfach und alleine regeln können. Deswegen haben Sie das eigentlich gut die Waage gehalten. Man muss das parallel führen und nicht eigentlich darüber diskutieren, ob wir es brauchen, weil das ist klar. Nur wie wir das halt auch innerhalb des Landes regeln, das ist eigentlich die Frage, die sich stellt. Wir haben ja jetzt schon sehr lange gesprochen über diesen eher weichen Faktor der Willkommenskultur. Ich glaube aber auch, dass der extrem wichtig ist. Ich meine, wenn man nochmal auf Erfahrungen zurückkommt, die man in den USA machen kann, wenn man da hinkommt, das fängt an beim Studierenden, auch zum Job. Ich meine, man kann ja gar nicht so schnell gucken, wie man eingeladen ist zum Barbecue oder irgendetwas, wo einem klar gemacht wird, wir freuen uns, dass du Ausländer jetzt hier bist. Und ich habe es eben auch erlebt mit unseren Kindern, als wir in die Schweiz kamen. Die waren kurz vor oder in der Pubertät. Da waren auch Ängste da, wenn dann in der Schule schon mal gesagt wird, ja, wo kommt ihr her, herzlich willkommen und so weiter. Da haben sie am nächsten Tag gesagt, da gehe ich gerne wieder hin. Ich gehe wieder in die Schule, auch am zweiten Tag. Und ich glaube, dass da in Deutschland gewisser Nachholbedarf war. Das hat sich allerdings erheblich verbessert. Sie haben vorhin ja gesagt, möglicherweise streitet man sich, ob wir Zuwanderung brauchen oder nicht. Also vor Jahren sind ja da ganz klare Szenarien mal aufgestellt worden von Bevölkerungswissenschaftlern, an der Humboldt-Uni beispielsweise. Wenn wir überhaupt keine Zuwanderung hätten und ein Stück weit langfristig denken, bis 2050, ja, würde der Bestand, den wir jetzt haben, knapp 82 Millionen, auf um 65 Millionen schrumpfen. Wenn wir 100.000 jährlich Zuwanderung haben, auf 70. Wenn wir 200.000 haben, auf eine Zahl zwischen 74 und 75 Millionen, eigentlich bräuchte man allein für eine Bestandssicherung rund 300.000 Zuwanderer jährlich. Viel stärker fragt man sich, glaube ich, derzeit, Sie haben ja sozusagen auch die wirtschaftlichen Aspekte, welche Form von Zuwanderern? Man hat lange Zeit das weniger gesteuert. Es war ja nicht so, dass es überhaupt nicht gesteuert war. Aber jetzt fragt man sich viel mehr, ja, wollen wir ein Punktesystem wie in Kanada einführen? Wollen wir die künftigen Zuwanderer nicht stärker aussuchen, möglicherweise stärker auf unsere Bedarfe hin aktiv werden? Sie haben mal ganz gut gesagt, die Migranten in Deutschland sagen, muss viel normaler werden. Und damit man sich miteinander normal fühlt und normal verhält, muss man anders miteinander umgehen, aufeinander zugehen. Wie geht das? Also die Grundidee, ich glaube, dass wir sozusagen, wenn wir auf Menschen mit Zuwanderungsgeschichte stoßen, dass wir vielfach einfach die Distanzen maximieren. Natürlich gibt es Distanzen in einigen Bereichen, aber in vielen Punkten haben wir so viele Überlappungen, die wir einfach nicht sehen. Sozusagen eine Form von Normalität muss da herrschen, dahingehend, dass wenn wir schauen, was beispielsweise Ihren Alltag, mein Alltag, Ihren Alltag oder Ihren Alltag oder einer Familie mit türkischem, arabischem Hintergrund, möglicherweise hat sie Unterschiede gegenüber einer deutschen Familie, aber der größte Teil ist überlappend. Und die Gemeinsamkeiten sehen wir nicht. Wir sehen sozusagen viel mehr Distanzen und meinen, diese Distanzen seien so etwas wie, ja, ontisch sozusagen natürlich gegeben. Die Distanzen werden hergestellt. Die Distanzen können aber auch abgebaut werden.
gerade sozusagen durch Kommunikation kann sehr vieles abgebaut werden, an Misstrauen, an möglicherweise falschen Annahmen. Und wenn wir meinen, die seien so, also so einen kulturalistischen Blick, der Mensch kommt aus dieser Kultur und der kann wohl nicht anders. Wir alle konstruieren Kultur immer wieder neu. Wir sind sozusagen nicht nur Puppen und Marionetten unserer Kultur. Wir sind Individuen, die sich auch gegen die kulturellen Entwürfe wehren können. Wir haben jetzt derzeit Ramadan. Ich glaube, du fasst es nicht, soweit ich weiß, ich auch nicht. Also, aber zumindest könnten wir sagen, wir sind Muslime. Jetzt könnte einer sagen, aber im Islam ist doch das so und so. Ja, das mag so sein. Aber der Einzelne deutet und interpretiert Dinge auch anders. Und ich glaube, also gerade darauf muss man viel stärker sozusagen fokussieren als so einen kulturalisierenden Blick, der dann den anderen zum anderen macht und dann auch die Brücken, die kommunikativen Brücken, auch zerschlägt. Also Gemeinsamkeiten betonen, anstatt immer die Unterschiede nach vorn zu stellen. Und was ich auch ganz schön fand, was Sie mal gesagt haben, ist, dass diese Willkommenskultur bedeuten würde, die eine Seite sagt, wir sind froh, dass ihr hier seid. Ja. Wir brauchen euch. Und die andere Seite wird sagen, wir fühlen uns hier natürlich, zu Hause. Das ist auch mein Land. Also sozusagen zu sagen, ich habe auch Verpflichtungsgefühle diesem Land gegenüber. Und genau auch die Solidarität, das ist etwas, was ich von Migranten sozusagen auch fordern würde, genau die Solidarität auch hier zu zeigen, die sie auch ihrem Herkunftsland haben. Man kann beide Loyalitäten und beide Bezüge aufrechterhalten. Und das zeigt auch die medizinische, klinische Forschung, dass es denen am gesündesten geht, die genau diese Form der Integration haben, dass sie herkunftskulturelle Bezüge haben, herkunftskulturelle Netzwerke haben, aber auch Netzwerke in der Mehrheitsgesellschaft. Und nicht die, die entweder separiert leben oder die assimiliert sind. Die sind klinisch, psychologisch weniger gesund als gut integrierte Menschen. Mhm. Wollte nur ausführen, also zu dem, was Sie auch vorhin sagten. Ich glaube, jemand, der in diesem Land lebt und auch schon länger lebt, im Zweifel hier geboren wurde, ich glaube, von den Menschen mit Zuwanderungsgeschichte erwartet niemand, dass die Mehrheitsgesellschaft immer wieder einem das Gefühl gibt, wir sind so froh, dass ihr hier seid. Ich meine, man möchte das ja auch irgendwann, davon hat Herr Ustucan ja gerade gesprochen, dass irgendwann die Normalität eintritt. Es ist weder schlecht, dass ich hier bin, noch gut. Es ist wie bei jedem anderen auch einfach neutral. Ja, ich glaube, da war einfach der Unterschied, dass wenn wir neue Zuwanderer gewinnen wollen, die müssen das Gefühl haben, willkommen zu sein. Den Ruf haben die Deutschen nicht. Aber ich glaube, was die neue Zuwanderung betrifft, dass man da auch nicht erwartet, dass man vielleicht das Leben dieser Zuwanderer nicht unnötig durch bürokratische Hürden erschwert. Wenn Sie sich jetzt jemanden in Westfalen im Rheinland vorstellen, der nach Münster, nach Köln zieht, auch er braucht ja eine gewisse Orientierungsphase, wenn er dann von Amt zu Amt rennen muss, ja, um diverse Sachen anzumelden, umzumelden, was auch immer, dass man vielleicht eine Anlaufstelle hat, ja, gerade für jemanden, der aus dem Ausland kommt, statt sich durch die ganzen deutschen Behörden zu kämpfen, dass er reingehen kann, dass ihm dort geholfen wird, ohne ihm das Gefühl zu vermitteln, ja, ne, es ist schlecht, dass du da bist oder auch, es ist ganz, ganz toll, wir freuen uns super. Und dann sind wir genau bei dem, dass man A sagt, es ist eigentlich gar nicht untypisch, dass wir so viel Einwanderung haben und B, es ist eigentlich gar nichts Besonderes mehr, dass wir das ausleben, was wir jahrzehntelang oder jahrelang eigentlich gefordert haben, eben die Willkommenskultur. Mhm. Lassen Sie uns mal vor den mühsam und beladenen, von denen wir da sehr häufig reden, weggehen. Wir haben unheimlich viele Menschen, auch hier bei uns, die Akademiker sind. Sie sprachen eben davon, 40 Ärzte, die alleine in der Qualifizierung sind, die da studieren. Das ist schon ein ganz tolles Potenzial, die muss man versuchen zu halten, wenn wir einen Ärztemangel haben. Darüber hinaus bin ich gerade in Spanien gewesen. Es geht darum, junge Menschen anzuwerben, die eine Ausbildung machen. Und da ist auch schon unheimlich viel verbrannt worden an vielen Stellen, weil momentan sind ganz viele Menschen da, die meinen, sie müssten jetzt Spanier, Griechen oder wen auch immer hier nach Deutschland holen, weil es eben diese Förderprogramme gibt, wo man auch als Spracheninstitut Geld mitverdienen kann. Wenn sie hingehen und sagen, du armer Mensch, komm zu uns, wir helfen dir. Die haben sehr gute Schulabschlüsse. In ihren Ländern ist es eigentlich normal, dass man hinterher studieren geht, das duale System kennen die gar nicht. Dann sagen die um Himmels Willen, warum soll ich denn jetzt nach Deutschland kommen? Was bringt mir das? Aber wenn sie denen klar machen, dass sie eine Perspektive haben und wenn sie ihnen klar machen, dass wir sie brauchen,
dann ist das etwas ganz anderes. Und da fängt schon die Willkommenskultur an. Wie spreche ich jemanden an? Wie gehe ich damit um? Und ich halte es auch für dringend notwendig, dass wir uns überlegen, wie können wir auch für die vielen Studenten, die wir haben, die wir brauchen, die Ingenieure, wie können wir in eine individuelle Förderung auch der Universitäten hineingehen? Dass wir die Abbrecherquoten senken. An jeder Hauptschule, überall ist es heute normal, dass wir sagen, wir müssen den Menschen zu einem Abschluss helfen. Und hier sehe ich auch viel Potenzial, weil dann gelingt es uns relativ schnell, diese Voraussagen, die es gibt, dass uns irgendwo die Fachkräfte ausgehen, zu verändern. Was würden Sie sagen, ist es generell für ein Wirtschaftsunternehmen gut oder besser, wenn es multikulturell international aufgestellt ist? Gerade Regionen, die sozusagen Diversity pflegen. Und das ist Diversity nicht nur im Sinne von Multikulturalität, sondern auch Diversity im Sinne von unterschiedlichen Lebensstilen, unterschiedlichen sozusagen Weltdeutungen. Dass diese Regionen besonders anziehend sind, besonders kreativ sind, dass Menschen, die jetzt so wie Sie oder so wie wir, glaube ich, hier alle, die multikulturelle Erfahrung haben, auch individuell kreativer sind. Das ist auch experimentalpsychologisch sehr gut bewiesen worden. Das heißt, 5 Juristinnen oder 5 Pädagogen oder 5 Ärzte sind längst nicht so kreativ, wenn es ein neues Problem gibt, als ein Arzt, Psychologe, Sportler, Techniker und so weiter. Warum? Wenn wir eine bestimmte Berufsgruppe sind, dann aktivieren wir nur ein Paradigma. Dieses sogenannte Groupthink-Phänomen, dass also die Gruppe scheuklappenartig nur eine bestimmte Lösung kennt. Juristen kennen dann sozusagen nur rechtliche Lösungen oder Psychologen kennen vielleicht nur psychologische. Aber unterschiedlich zusammengesetzte Gruppen sind deutlich kreativer. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wenn man das hochrechnet, eine Gesellschaft, die einfach bunt zusammengesetzt ist, die sozusagen ja divers zusammengesetzt ist, ist kreativer angesichts auch neuer Herausforderungen. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt. Wir dürfen es nicht nur vor dem Wirtschaftlichen, was bringen die uns und was bringen sie uns nicht, sondern auch vor der Frage, welche Form von Bereicherung der Lebensstile haben wir? Also was bereichert uns in unseren Auffassungen, nicht nur sozusagen Cash-Value? Könnte man denn da nicht auch sagen, dass junge Menschen mit Migrationshintergrund, die hier groß geworden sind, die sozusagen automatisch zweisprachig oft sind, die zwei Kulturen kennen, besonders fit und geeignet sind für den globalen Markt, was man bisher ja gar nicht so berücksichtigt hat? Wenn man beide Aspekte, wenn man gerade hier auch eine Form von sozusagen Bilingualität in beiden Sprachen fördert. Ich gebe dieses Beispiel sehr häufig. Wenn ich weiß, nur sozusagen monolingual sozialisiert bin, dann weiß ich, dass man diesen Gegenstand, den ich vor mir halte, Glas nennt. Wenn ich auch türkisch sozialisiert bin, dann weiß ich, ich kann das Glas nennen, ich kann es aber auch Bardak nennen. Mit unterschiedlichen Begriffen nehme ich auf denselben Gegenstand Bezug. Das heißt, dieser Gegenstand hat nichts Glasiges an sich, dass man den nur Glas nennen könnte. Den könnte man auch in einer dritten Sprache anders, in einer vierten Sprache anders nennen. Das heißt, ich kann auf die Welt unterschiedlich zugreifen. Und Kinder, die sehr früh bilingual sozialisiert werden, entwickeln sogenannte metalinguale Fähigkeiten. Das heißt, sie denken viel stärker auch über Sprachverwendung nach. Und das ist eine wichtige Ressource. Man denkt auch über das eigene Denken viel intensiver nach, wenn man unterschiedliche kulturelle Inputs hat. Das ist eine Bereicherung für die Psyche. Ich finde es ja direkt schade, dass ich nur Deutsche bin, wenn ich das höre. Die Sprache ist das A und O, um überhaupt auch hier Menschen zusammenzuführen. Und Sie sprachen gerade die Ausbildung an. Zwei Seiten einer Medaille. 80% aller Ausbildungsunternehmen suchen nicht nach Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Eine Aussage, die gleiche Aussage heißt aber auch, 80% der Ausbildungsunternehmen, die wir haben, sagen, uns ist wichtig, dass die Jugendlichen die gleichen sozialen Kompetenzen haben, dass sie Deutsch können, dass sie rechnen können, dass sie Mathe können. Damit funktioniert das denn auch in dem Einbinden. Also das sind die Diskussionen, die wir haben. Das ist nicht negativ zu sehen, sondern es ist positiv zu sehen, dass man sagt, wir wollen hier einen Facharbeiter haben, der gewisse Inhalte hat. Wir waren ja bislang in vielen Punkten Konsens, aber ich glaube, in dem Punkt haben wir möglicherweise eine andere Meinung. Es gibt nach wie vor noch einen wichtigen Aspekt, warum die Integration auf dem Arbeitsmarkt nicht so gut läuft, und zwar jenseits der Qualifikation, das ist die Diskriminierung, erfahrene Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt, zum Teil auch auf dem Wohnungsmarkt. Auch das Zentrum für Türkei-Studien hat da vor 10 Jahren eine ähnliche Studie durchgeführt, auch eine jüngere Studie, in der alles konstant gehalten wurde, bis auf eine Variation des Namens. Man hat sozusagen, mal hieß der Jugendliche Klaus Müller und Rainer Meyer und mal hieß er Ali Erjan und Wladimir so und so. Das heißt sozusagen, man hat türkische, arabische Aussiedler, russische, deutsche Namen und hat geguckt, wer wird denn eingeladen auf eine, das waren fiktive Bewerbungen, wer wird denn überhaupt eingeladen?
Die Chance, eingeladen zu werden, war bei Jugendlichen mit ausländisch klingenden Namen deutlich geringer. Das heißt, die haben nicht mal die Chance gehabt, ihre Kompetenz unter Beweis zu stellen. Was ich aber interessant fand, war, dass wenn ein Empfehlungsschreiben beigefügt war, dass dieser junge Mensch sehr gut qualifiziert ist oder man schon gute Erfahrungen hat, dann nivellierte sich das praktisch. Also dann wurde der Unterschied nicht mehr gemacht. Und der Schluss, das würde mich interessieren, ob der so richtig ist, dass Personalmanager, Personalentwickler unsicher sind, wie sie auf jemanden reagieren, weil sie vielleicht die kulturellen Unterschiede überbewerten. Also werden dann sozusagen Hintergrundannahmen aktiviert. Ja? Wenn beispielsweise Handwerker oder in bestimmten Bereichen eine junge türkische Frau eigentlich gute Kandidatin wäre, dann aber so Überlegungen aktiviert werden, naja, die heiratet bald und dann kriegt sie viele Kinder und dann fällt sie lange aus. Eigentlich wäre sie passend, aber doch nicht. Oder der türkische junge Mann, der vielleicht passend wäre, wo man aber sagt, also ist der dann wirklich so diszipliniert wie der Deutsche? Nein, dann nehmen wir vielleicht den. Also gerade dort, wo Unsicherheit eine Rolle spielt, kann vielleicht so ein Empfehlungsschreiben Gold wert sein, dass man sagt, hey, also vergesst mal sozusagen eure Hintergrundannahmen, der ist gut. Aber die Chance müssten die Menschen haben. Und Sie haben ja vorhin auch einen Aspekt genannt. Ah ja, das ist sozusagen etwas, was auch in NRW jetzt verstärkt, dass man anonymisierte Bewerbungen, dass man sagt, wir wollen mal gucken. Der kann ja immer noch abgelehnt werden, aber der sollte die gleichen Chancen haben, eingeladen zu werden. Ich bin eine absolute Gegnerin eigentlich von anonymisierten Bewerbungen, weil wir sprechen immer von einer weltoffenen Gesellschaft, von einer Gesellschaft, die die Willkommenskultur nach außen tragen muss, verlangen aber im selben Atemzug durch die anonymisierte Bewerbung, dass sich der Mensch mit Zuwanderungsgeschichte leugnet, dass er seine Herkunft leugnet. Und das ist für mich paradox. Wir müssen da sehr viel, immer noch viel sicherlich, sehe das ein bisschen anders als Herr Ustucan, viel Aufklärungsarbeit betreiben. Wir müssen auch als Politik, Gesellschaft in die Betriebe reingehen, mit vielen Unternehmern sprechen, mit vielen Arbeitgebern sprechen. Aber die anonymisierten Bewerbungen, die in Nordrhein-Westfalen getestet wurden, das war ja für den öffentlichen Dienst. Und da stelle ich mir die Frage, statt die eigenen Leute zu schulen, in Antidiskriminierungsseminare zu schicken, erwartet man von den Zugewanderten, dass sie ihre Herkunft leugnen. Also bei aller Liebe, das ist eigentlich eine Integrationspolitik, die ich mir so nicht vorstelle oder was ich nicht unter Integrationspolitik verstehe. Dass man von den Menschen wirklich ganz explizit erwartet, dass sie ihre Herkunft leugnen, und wollte das einfach nur ausführen. Man kann das als das Instrumentarium sehen, aber es ist das meines Erachtens nicht. Ja, ich würde es im Zweifelsfall als eine Übergangsphase sehen, weil solange wir noch nicht so weit sind, offensichtlich, dass es normal geworden ist, dass man nicht mehr uns abschrecken lassen oder hat jemand einen fremdklingenden Namen, da weiß ich nicht so genau, ne? Solange das nicht passiert, macht es vielleicht einen Sinn, es noch sozusagen zu quotieren. Ja, ich meine, das wurde ja auch gerade ausgeführt, wenn jemand ganz explizit hier niemanden mit Zuwanderungsgeschichte haben möchte, also wirklich Diskriminierung betreibt, dann nimmt er den auch nicht, wenn er vor ihm steht, im Bewerbungsgespräch. Also das nur mal vorab, es ist nicht das, deswegen will ich es einfach nur mal sagen, es ist nicht das Instrument, für das es verkauft wird, definitiv nicht. Also wir haben ja bisher schon rausgefunden, wir brauchen und wollen Zuwanderer, wir brauchen eine andere Willkommenskultur, die aber so normal wie möglich sein soll, also jetzt auch nicht übertrieben, was dann auch nicht mehr realistisch ist. Ich würde gerne auf das Modell zurückkommen, was Sie, Herr Professor Holzgräf, vorhin schon mal angedeutet hatten. Jetzt würde ich es gerne kennen, weil Sie haben an der Uniklinik in Bonn ein Modell entwickelt, ein Pilotprojekt kann man es vielleicht nennen, was jetzt schon im zweiten Jahr läuft, wo Sie Pflegekräfte in dem Fall aus Griechenland bekommen haben. Was genau machen Sie da und welche Erfahrungen haben Sie mit diesem Modell gemacht, Pflegekräfte zu Intensivpflegekräften zu schulen? Ne? Ja gut, der Hintergrund ist klar. Der Hintergrund ist, dass wir als Uniklinik ja sehr starke Nachfrage haben. Also wir haben oft zu wenig Betten und wir müssen sicherstellen, dass wir das Fachpersonal haben, um diese Aufgaben bewältigen zu können. Und da ist einer dieser Nadelöhre der Intensivbereich, weil das braucht ja besondere Qualifikationen, auch im Pflegebereich. Und was machen wir da? Wir bilden selbst aus, also wir brauchen und haben eine große interne Schule,
wo wir weiter qualifizieren für solche spezialisierten Aufgaben. Aber das reicht nicht und deswegen brauchen wir auch in dem Bereich dann häufig Zuwanderung. Und jetzt in dem Falle war es so, dass Anfragen kamen, speziell von Griechenland. Also in Griechenland gibt es offensichtlich im Moment die doch große Zahl von arbeitslosen, hochqualifizierten Pflegenden, 7.500 waren es im Jahre 2012. Und da könnte man jetzt vielleicht zynisch sagen, darf man das ausnutzen, wenn dort eine Wirtschaftskrise ist. Aber das sind Leute, die hoch motiviert sind, das auch einzusetzen, wofür sie ausgebildet worden sind, die dann zusätzlich bereit sind, diese Sprache zu lernen, diese schwierige deutsche Sprache. Wir müssen diesen W1-Level erwerben. Mit den ersten Pflegenden, die über dieses Programm gelaufen sind, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, sind dann etwa ein Dutzend gewesen am Ende des Jahres und wahrscheinlich werden es in diesem Jahr 15 werden, also noch mehr, weil sich gezeigt hat, dass mit dieser hohen Motivation dann auch die Integration sehr schnell gelungen ist. Auch unsere Pflegenden waren dann sehr motiviert, da bei der Integration zu helfen und die Aufnahme in das Team zu schaffen. Und ich glaube, das ist auch wiederum etwas Gutes für Europa. Da wird es einige geben, die hier bleiben wollen. Es wird auch einige geben, die dann hoffentlich wieder später im eigenen Land das anwenden können, was sie vielleicht hier noch zusätzlich gelernt haben. Also insofern würde ich sagen, es ist ein sehr erfolgreiches Programm. Wobei ich da gerne gleich einhaken würde, die kommen, hier ausgebildet werden und dann wieder zurückgehen. Das passiert ja immer häufiger. Also ich glaube, in den letzten Jahren sind mehr in die Türkei zurückgegangen, als sie hergekommen sind, richtig? 2000 sozusagen mehr. Sondern 27.000. Ja, nein, das sind junge, gut ausgebildete. Das sind ja Menschen, die hier geboren wurden, die hier gewachsen sind. Ne? Die haben ja gar nicht in der Türkei gelebt. Deswegen kann man in dem Fall gar nicht von. Sie aber dann dafür entscheiden, dahin zu gehen, wo ihre familiären Wurzeln sind und dort Karriere zu machen. Wird das allgemein, ist das gut, ist das in Ordnung? Können wir uns das leisten, sozusagen, zu sagen, wir bilden hier bei uns aus und schicken sie dann in die anderen, in ihre Wurzelländer, nenne ich das jetzt mal, weil Heimat ist ja hier. Ist das eine gute Entwicklung? Ist das eine, die wir aushalten müssen? Wie sehen Sie das? Zum Thema Integration vielleicht ist das ganz wichtig, was wir gerade gehört haben. Wenn Sie nach Kanada eine Einbürgerung haben, dann ist das nicht mehr der Deutsche, der Inder, der Franzose, dann sind Sie Kanadier. Bei uns ist es so, dass in der wievielten Generation man immer noch davon spricht, das ist ein Türke, das ist ein Italiener. Das ist ein Grundverständnis, was wir da haben. Wir haben in der Industrie- und Handelskammer 80% unserer Auszubildenden haben einen Migrationshintergrund. Unsere besten Auszubildenden, die absolviert haben, haben einen türkischen Migrationshintergrund. Ich habe mich seltenst so mit meinen Geschäftsführerkollegen gestritten, wer denn da die Absolventen fest übernehmen kann, weil die so tolle Ergebnisse hatten, die duale Ausbildung geschafft haben, weil das richtig gute Fachkräfte waren. Das war ein Rangeln, wer darf die Kollegin haben, wo klappt das nicht. Und wenn Sie sagen, dass die zurückgehen, ich glaube, das ist schon ein Knack, der im Kopf irgendwo nicht sein sollte. Also wir müssen schon uns überlegen, was machen wir. Und gerade bei den Programmen, was wir gerade gehört haben mit den Krankenschwestern, um die es geht. Wir müssen natürlich schon versuchen, dass wir auch wirtschaftlich in diese Länder wieder hinein investieren, dass wir nicht nur hier Fachkräfte herholen, sondern dass auch dieses Land wieder selber aufgebaut werden kann. Und wenn wir das als Wissenstransfer, als Innovation darstellen können, dann ist es das Beste, was es für unser duales System gibt und es ist das Beste, was es für die Wirtschaft in Europa geben kann. Wir müssen vielleicht zwei Aspekte trennen. Also Mobilität ist etwas, was wir alle wollen. Das heißt sozusagen, dass Menschen auch in anderen Ländern schauen, beruflich vorankommen. Das tun deutsche Ärzte auch, die beispielsweise nach Skandinavien oder nach England gehen und umgekehrt auch.
Das ist, glaube ich, kein Skandalon. Sozusagen jeder versucht in irgendeiner Weise auch seinen eigenen Lebensweg und auch seine Lebensplanung sozusagen nach dem eigenen Gutdünken zu gestalten. Was, glaube ich, eher ein Skandalon wäre, jetzt bei den 27.000, die zurückgegangen sind und 25.000, die reingekommen sind, man muss nach den Motiven fragen. Und wenn die Motive die sind, und es gibt eine kleine Studie, die das auch durchgeführt hat, wenn die Motive nicht die sind, dass man sagt, naja, dort verdiene ich mehr, dann kann man sagen, gut, diese Orientierung haben wir wahrscheinlich alle. Aber in einer Studie hat sich gezeigt, dass die stärksten Motive waren bei türkischen Akademikern, dass sie sich in Deutschland nicht beheimatet fühlen. Und ich glaube, das muss sozusagen der Politik viel mehr zu denken Anlass geben, denn das sind in der Regel ja Menschen, die ausgebildet sind, die hier eigentlich die besten Voraussetzungen bringen und auch bieten. Und dann im entscheidenden Moment sozusagen nach der Ausbildung, im Übergang in Berufsleben zu sagen, ich fühle mich hier in diesem Land nicht beheimatet, dann muss was schiefgelaufen sein. Und wer dann sozusagen mit 25, 27 mit Diplom in der Tasche zurückgeht, ich glaube, das wäre sowohl politisch als auch gesellschaftlich die Frage, ja, warum haben wir bislang nicht eine Form von Beheimatung, nicht eine Form von Willkommensein gestiftet? Ja, aber ich glaube, müssen Sie an dieser Stelle nicht unterscheiden. Ich glaube, dass es durchaus sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund gibt, die von Anfang an sich hier beheimatet fühlen. Wenn ich mir angucke, die Menschen, die aus Amerika kommen, die aus England kommen, die aus Frankreich kommen, die aus Italien kommen, in den Bereichen, da haben wir nicht diese kulturellen Unterschiede. Müssen wir das nicht etwas differenzierter diskutieren? Naja, ich habe das auf die Türkeistämmigen bezogen. Ja. Ich habe das nur auf die Türkeistämmigen bezogen. Und bei denen kommt ja auch die Religion ganz klar hinzu, was ja auch ein Faktor ist, ein identitätsstiftender Faktor ist und auch dazu beiträgt, ja, wie über die eigene Religion in der Öffentlichkeit diskutiert wird, ob man jetzt dazugehört oder nicht. Das kann ja teilweise auch ausstoßende Elemente mit sich bringen. Ich bin mir, also was die Motivation betrifft, ist völlig d'accord, aber darüber diskutieren wir ja jetzt eigentlich schon seit Anbeginn der Sendung, dass sich da sicherlich vieles auch im Denken, was Willkommenskultur, Weltoffenheit ändern muss. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob die Menschen, die Türkeistämmigen, die sich dann für die Türkei entscheiden, ob die dort dann so glücklich sind. Ich fand das so beispielhaft, was Sie vorhin, also zu Beginn der Sendung gesagt haben. Man lernt das schätzen, was man in der Heimat ja eigentlich so gar nicht wahrgenommen hat oder gar nicht geschätzt hat, was man immer kritisiert hat. Ich glaube, da trägt auch viel zu bei, dass man, wenn man im Ausland lebt, dann Werte entdeckt an diesem Land, die man vielleicht vorher gar nicht so wahrgenommen hat. Und ich meine, es gibt ja auch diverse Zahlen, diverse Studien, die zeigen, die ausgewandert sind, dass sie nach einer gewissen Zeit auch wiederkommen. Ich meine, wenn man merkt, okay, die Verdienstmöglichkeiten sind vielleicht teilweise geringer, auch das Sozialsystem spielt ja eine Rolle, das darf man jetzt nicht unter den Teppich kehren. Gerade mal bei der sozialen Integration. Ich möchte mal auf die strukturelle kommen, weil Sie hatten es vorhin mal gesagt, Frau Güller, dass es in Deutschland sehr kompliziert ist. Also wenn jemand auch, der eigentlich gute Chancen hätte, hier auf dem Arbeitsmarkt hierher kommen möchte, ist es so kompliziert, zu wie vielen verschiedenen Ämtern, wie viele verschiedene Durchläufe er machen muss, dass das schon abschreckend ist. Aber, Herr Hindenberg nickt schon, da hat sich ja was getan. Mit dem, ich habe es vorhin noch geübt, Moment, Anerkennungsgesetz. Ja, ich soll es nur Anerkennungsgesetz nennen, aber es war viel Berufsqualifizierung und Feststellungsgesetz. So, richtig. Jetzt Sie. Ja, also wir haben ja unheimlich viele Rohdiamanten hier schon bei uns im Land, wo nämlich Menschen aus dem Ausland zu uns gekommen sind, die einen Berufsabschluss haben. Es gab bloß bis letztes Jahr zum 1. April in Deutschland kein Anrecht darauf, dass man diesen Berufsabschluss hat sich anerkennen lassen können. Und wir sind hier in der Region Bonn, eine der Modellregionen. Wir werden gefördert von der Bundesregierung im Netzwerk Integration durch Qualifizierung und haben hier auch spezielle Beratungsstrukturen aufbauen können.
Und wir haben jetzt innerhalb dieses einen Jahres in drei Modellregionen in Nordrhein-Westfalen im Bereich der beruflichen Qualifizierung insgesamt über 1250 Menschen beraten können über dieses Gesetz. Davon weit über 650 alleine hier in der Region Bonn. Und wollen jetzt natürlich versuchen, dass diese Qualifikationen, die diese Menschen haben, anerkannt werden können. Das Land Nordrhein-Westfalen hat erst seit einigen Wochen ein eigenes Anerkennungsgesetz und das hinkte so ein bisschen nach. Aber wenn wir feststellen, geht es jetzt auch da langsam los, sich zu überlegen, wie kann man diese Potenziale, die wir haben, nutzen. Und jeder, der im Ausland einen Berufsabschluss erlangt hat, sollte sich wirklich überlegen, stelle ich einen Antrag auf Anerkennung, denn dieses Gesetz hat mal einen Pfiff. Und zwar heißt es an dieser Stelle, dass man eben, auch wenn man eine Ablehnung bekommt, dass es nicht heißt, nein, du kannst das nicht, sondern es steht denn mit drinne in der Unterlage, das und das musst du noch lernen, damit du zu dieser Anerkennung kommst. Und genau an dieser Stelle sehe ich die Stärke der Arbeitsverwaltung, der Jobcenter, aber auch der Unternehmen, modular genau diese Inhalte zu qualifizieren und dann relativ schnell an Facharbeiter und an qualifizierte Menschen zu kommen. Ja, wo es noch ein bisschen wehtut, ist der Bereich der Hochschulabsolventen, denn wir stellen fest, die meisten Anerkennungsanträge, die Anfragen darauf kommen aus den ehemaligen GUS-Staaten oder aber auch sehr stark aus dem Bereich der Türkei. Und da gibt es eben nicht dieses Berufssystem, wie wir es hier haben, aber es sind sehr viele Menschen mit Hochschulabschluss und die kommen beispielsweise aus lehrenden Berufen. Und da ist genau die Lücke in dem Gesetz des Landes NRW, dass das nämlich ausgenommen wurde. Ja. Und wir haben sehr viele Flüchtlinge hier, die aus dem Gesundheitsbereich kommen, die auch sehr große Hürden haben, die anerkannt werden müssen. Also wir haben Gold wirklich vor der Tür liegen, wir müssen es nur schürfen und damit arbeiten. Ja, ich hatte eine Geschichte in der Recherche gelesen über einen Bauzeichner, ich glaube aus der Türkei, der 1992 in seiner Heimat den Abschluss gemacht hat und dann hierher gekommen ist, aber als ungelernt galt und der heute sehr glücklich darüber ist. Er hat dieses Anerkennungsverfahren durchlaufen. Es ist, glaube ich, nicht komplett anerkannt worden, aber zu einem großen Teil. Und jetzt kann er sich ganz anders bewerben und sagt, das fühlt sich so anders an, wenn man als qualifiziert dann eben auch gilt und nicht mehr als ungelernter Arbeiter. Haben Sie ähnliche Geschichten? Ich glaube für ihn, also ich habe mich mit ihm sehr lange unterhalten und es ging für ihn eigentlich gar nicht mehr so stark darum, hat er jetzt diesen Berufsabschluss oder hat er ihn nicht, weil die Nachqualifizierung über die vielen Jahre war die andere Frage, die er hatte. Er fühlte sich angenommen. Er fühlte sich aufgenommen, er fühlte sich nicht mehr als ungelernt, sondern das, was er mal gemacht hat, wurde respektiert und wurde auch gesagt, du kannst was, du hast was mitgebracht und du bist nicht nur ungelernt, sondern du hast also auch wirklich ein Potenzial und man muss sich dann überlegen, wie kann ich ihn weiterqualifizieren, dass er das kann. Und ich glaube, das macht eine Menge aus. Wenn ich vielleicht einfach zahlentechnisch nur mit einem Satz ergänzen darf, die Bildungsministerin hat ja im April, ein Jahr nachdem das Bundesgesetz in Kraft ist, schon Zahlen vorgestellt. Es gab über 30.000 Anträge, wovon, zu korrigieren Sie mich, wenn ich mich irre, 87% positiv beschieden worden sind. So muss jetzt vielleicht mal abzurunden, fast 30% Menschen haben dadurch eine neue Perspektive, eine neue berufliche Perspektive und somit auch ein ganz anderes Gefühl, eben genau das, was Sie vorhin beschrieben haben. Es ist interessant, was Sie sagen und ich finde das sehr, sehr positiv. Wenn ich das mal auf die Medizin übersetze, da ist es ja sehr interessant zu sehen, dass die klassischen Einwanderungsländer, eben ist Kanada erwähnt worden, es gilt aber auch für USA, die haben sehr standardisierte Verfahren, wie man vom Ausland aus reinkommt. Das heißt, man muss ein knallhartes Examen ablegen, Multiple Choice, über mehrere Tage mit mündlicher, praktischer Prüfung, zum Beispiel für Medizin, das Visa Qualifying Exam. Ich habe das mal gemacht, heute würde ich es nicht mehr bestehen, weil man die ganze Vorklinik und so weiter das auch alles können muss. Dann kommen die persönlichen Interviews, aber das ist ein nachprüfbares Verfahren, was für Menschen aus aller Welt gleich ist, eine hohe Hürde, aber man weiß, dass das Produkt, die Person, die da durchkommt, dann tatsächlich die Qualifikation hat, die das Land verlangt. In Deutschland hat sich das auch erst jetzt entwickelt. Wir haben heute zufällig ein Gespräch gehabt mit derjenigen, die in der Ärztekammer Nordrhein dafür zuständig ist, Frau Professor Schwalm.
Die sind jetzt auch sehr bemüht, dieses Verfahren zu standardisieren, damit das klar ist für jeden im Ausland, der daran Interesse hat, was sind die Hürden, die ich absolvieren muss. Was in Deutschland da noch etwas hemmend ist, in dem Punkt wirklich, ist unser Föderalismus. Das sieht also dann schon wieder völlig unterschiedlich aus von Bundesland zu Bundesland. Und da können wir uns noch verbessern. Und ich finde das toll, dass Sie schon diese Schritte gemacht haben. Wir kommen schon langsam zu unserer Schlussrunde. Und wenn wir uns die Sorge angucken, wer später unsere Renten bezahlt, wenn wir wissen, wir brauchen qualifizierte Fachkräfte, wenn wir wissen, es kommt viel Zuzug aus der Europäischen Union, wir haben die Jugendarbeitslosigkeit in Südeuropa, wir müssen was tun, wir wollen was tun. Aber schauen wir mal 25 Jahre weiter. Was glauben Sie, wie werden wir dann hier in Bonn mit diesem Thema Leben umgehen? Ist es ganz normal geworden? Wie sehen Sie das? Was glauben Sie? Er lächelt schon mal zuversichtlich. Das ist gut. Soll ich direkt anfangen? Ja. Also ich glaube, dass wir in 25 Jahren auch hier aufgrund der guten Situation, die wir in Bonn haben, wir sind eine Wachstumsregion, wir sind eine Zuzugsregion. Wir haben hier auch in den nächsten Jahren keinen dramatischen Rückgang bei den Schulabgängerzahlen sehr gut aufgestellt sein werden. Für Deutschland sehe ich das insgesamt etwas dramatischer, was sich dahinter verbirgt, aber wir haben verschiedene Faktoren natürlich außer Acht gelassen. Wir haben in 25 Jahren einen dramatischen technologischen Wandel. Wir haben Innovationen. Wir werden sehen, dass wir da in andere Bereiche hineinkommen. Und wir werden dann hoffentlich auch in einem gemeinsamen, weltoffenen Europa leben, wo Mobilität ganz normal ist und wo man sich vielleicht auch schon über eine europäische Sprache verständigen kann. Oh, das ist eine Vision. Vision, ja. Eine europäische Sprache. Ich würde diese Vision nicht teilen. Ich glaube, wir müssen Sprachenvielfalt, das ist sozusagen ein Schatz. Anstatt zu sagen, wir möchten nur eine Sprache, das ist eine Diskussion, die ich glaube, seit Turmbau von Babel sozusagen geführt wird, dass Sprachenvielfalt als Hemmnis betrachtet wird. Sprache ist organisch, Sprachenvielfalt ist was Gutes. Wir müssen vielleicht unsere Skills, unsere Fähigkeit, mehrere Sprachen zu lernen, ausbauen, als zu sagen, wir setzen nur auf eine Lingua Franca, ob die jetzt Französisch, Englisch oder Deutsch ist. Allein in den letzten 10, 15 Jahren, dass man auch auf der begrifflichen Ebene unsicher geworden ist, dass man heute nicht mehr von Ausländern spricht, weil jeder weiß, der ist ja gar kein Ausländer, der ist ja hier geboren. Also sozusagen Stolpersteine, mentale Stolpersteine hat, zeigt, dass wir auf der sozusagen Bewusstseinsebene deutlich sensibler geworden sind. Möglicherweise werden wir diese Frage überhaupt nicht mehr stellen, denn das ist ja ein statistisches Kriterium, bis wie viele Generationen man zurückrechnet und nur massiv große, sozusagen, wenn die große Zuwanderung ausbleibt, dann sind es alle Deutsche. So wie man bei Podolski auch nicht mehr sozusagen hin und wieder meint man, er sei Pole, aber Kölner. Ja, also so. Die Diskussion mit Polen hatten wir ja auch. Also ich glaube, die Frage wird möglicherweise auf der Ebene geführt werden, dass man dann nicht mehr den Einzelnen zurückführt auf seine Großeltern, sondern sagt, der kann auch andere Sprachen, möglicherweise hat er sozusagen in seiner weitreichenden Biografie andere Verwurzelungen. Aber dass er ein Teil dieser Gesellschaft ist, das ist glaube ich, etwas, wovon wir weitestgehend ausgehen können. Ich möchte an dieser Stelle wirklich das optimistische Bild teilen. Ich glaube, Bonn, und ich würde sogar so weit gehen, dass ich das auf Gesamtdeutschland beziehe, in Bonn wird man in 25 Jahren nicht mehr so eine Runde haben und diskutieren, brauchen wir es, brauchen wir es nicht, sollten wir es haben, was sollten wir tun, wir brauchen mehr Willkommenskultur. Ich glaube, dann spricht man vielleicht eher über Sachen, was man anders machen kann, aber nicht, ob man sie braucht. Also man stellt sie nicht mehr in Frage. Wenn wir alleine die Zahlen, ja, der 0- bis 6-Jährigen heute in den größeren Städten, das gilt auch für Bonn, die eine Zuwanderung, also dass fast zwischen 40% und 50% dieser Kinder eine Zuwanderungsgeschichte haben. So ändert sich halt auch das Bild der Großstädte und auch der Gesamtgesellschaft irgendwann, dass vieles genau da ankommt, was wir auch vorhin gefordert haben, dass vieles einfach normal wird, dass man sicherlich
noch darüber diskutiert, aber vieles einfach nicht mehr in Frage stellt, sondern dass sich die Diskussion höchstens in die Richtung wendet, dass man sagt, okay, das haben wir jetzt ausprobiert in den letzten Jahren, hat nicht so geklappt, was können wir anders machen, aber dann auch gar nicht mehr im Sinne der Integration, sondern im Sinne wirklich dieses Zusammenlebens, dass es dann vielleicht ja, eher viel stärker um Wirtschaftspolitik geht, viel stärker um das Thema Arbeitsmarktpolitik geht, Bildungspolitik geht, aber dass man das Thema Integrationspolitik so langsam ja, verblassen lässt. Ja. Mhm. Herr Professor Holzfelde. Ja, ich mache mir wegen Bonn auch keine Sorgen. Ich meine, wenn man die internationalen Unternehmen sieht, Post, Telekom und so weiter, die haben Personen, die für Diversity Management zuständig sind, das ist alles selbstverständlich. Beim Uniklinikum ist es interessant, weil wir ja eben drei Bereiche haben. Wir haben Lehre, Forschung, Krankenversorgung. Wenn man jetzt die Forschung sieht, die Wissenschaft, die ist eigentlich ihrer Zeit voraus, auch immer schon gewesen, aber nie so stark wie jetzt. Also wenn ich unsere Exzellenzcluster ansehe, Graduiertenschulen und so weiter, die sind international, die sind teilweise in Englisch und so weiter, da ist es bunt gemischt. Im Versorgungsbereich, da sind wir noch auf dem Weg, dass das sozusagen als normal empfunden wird. Mit den entsprechenden Qualifikationen, Sprache und so weiter. Und wir haben darüber diskutiert, welche Programme es gibt. Und das ist gut. Und ich glaube, solche Runden sind sehr wichtig dafür, das Bewusstsein zu wecken, dass also auch im ganz normalen Alltag, auch Krankenversorgung, das normal wird. Und letztlich, denke ich, ist noch ein positiver Aspekt dabei, den wir noch nicht so erwähnt haben heute, den ich aber meinerseits noch zum Schluss erwähnen möchte. Letztlich führt es auch dazu, dass diejenigen, die zum Beispiel ärztlich in der Pflege und so weiter tätig sind, wenn das normal ist, diese internationale Mischung, auch diese ganz besondere Art von Respekt entwickeln vor der Andersartigkeit. Das finde ich auch noch sehr wichtig. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg hier in Bonn, haben wir gehört. Und ich danke Ihnen für diese Gesprächsrunde. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Wenn Sie mögen, sehen wir uns wieder. Dann heißt unser Thema Bonn Secure, Cybersicherheit und Industriespionage. Das heißt, in den vergangenen Wochen war das immer wieder und vorwiegend Thema in der Transitzone des Moskauer Flughafens, dann hier im Kammermusiksaal des Bonner Beethovenhauses. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank fürs Kommen. Und auf Wiedersehen.